Dass Justin nicht nur gut singen, sondern auch die Fäuste spielen lassen kann, bewies er letztes Wochenende auf einer Party. Doch nicht etwa wegen einer schlichten Rauferei, er rettete eine Frau aus den Armen eines gewalttätigen Mannes. Dieser soll laut Aussagen anderer Gäste unter Drogen gestanden haben. Bei der Frau soll es sich um die Ex-Freundin des Mannes gehandelt haben. Der Mann griff ihr an den Hals und drückte sie an die Wand. Als Justin das sah, griff er ein und nachdem Reden nichts mehr brachte, schlug er ihm ins Gesicht und ermöglichte der Frau somit die Flucht. Der Mann wurde später verhaftet.